Willkommen zurück zu Kirby Planet Robobot. Nachdem wir im letzten Part die zweite Welt Orte der Ordnung abgeschlossen haben, mit einem richtig genialen Boss mit Retro-Hologrammen. Oh ja, das war wirklich ziemlich genial im letzten Part. Und bevor wir zur nächsten Welt gehen, bildschöne Bildung oder wie das irgendwie hieß. Ich glaube, bildschöne Brandung hieß sie. Machen wir noch weiter mit dem EX-Level. Und für den Anfang dieses Levels habe ich mir etwas vorgenommen. Nämlich, ich wollte schon die ganze Zeit wissen, ob die Third-Party-Amiibos in diesem Spiel kompatibel sind. Nämlich, falls ihr nicht wisst, was Third-Partys sind, das sind im Moment so... Das sind die Charaktere, die nicht von Nintendo geschaffen worden sind. Amiibo eingesagt und zufällig, denke ich mir ja, leider Gottes, sind die Third-Party-Amiibos nicht kompatibel. Okay, Peitschen-Kirby, hat man den im Let's Play eigentlich schon? Nehmen wir den doch einfach mal. Ja, leider Gottes, die Third-Party sind die Charaktere, die nicht von Nintendo entwickelt wurden. Also wie zum Beispiel Sonic, Mega Man, Pac-Man oder auch, ich glaube, Ryu, dieser neue da, habe ich eh nicht, aber Pac-Man und Sonic habe ich. Ich habe gerade Sonic draufgehalten, aber leider Gottes gibt der nicht Eagle-Kirby. Obwohl das so gut gepasst hätte, ist Eagle Kirby überhaupt in dem Spiel vorhanden? Naja, aber Peitsche ist auch ganz nett. So, der EX-Level ist ja immer eine Art Kombination aus den Ideen, die wir in der Welt schon hatten. Ja, hier die Stadt und so. Ja, der Boss im letzten Part war richtig genial. Ich bin eigentlich leider wirklich enttäuscht, dass die in dem Spiel nicht kompatibel gemacht worden sind. Denn sie waren ja kompatibel in Yoshi's Woolly World. Ich meine, Nintendo und Sega, die haben sich ja jetzt schon, sagen wir mal... ziemlich gut verstanden. Also es gab ja in letzter Zeit ziemlich viele Nintendo-exklusive Sonic-Spiele. Sonic Colors, Sonic Lost World, Sonic Boom. Da kommt ja auch bald der dritte Teil für 3DS raus. Ob ich den Let's Playen will? Ich weiß nicht. Ich weiß leider nicht, meine lieben Freunde. Denn ihr wisst ja, Sonic Boom ist so eine Angelegenheit, dass die nicht wirklich beliebt sind, kann man sagen. Ey, dieser kleine Gegner da. Naja, Moment. Soll ich das hier? Moment. So. So, genau. Moment, kann ich die mal nicht so hinmachen? Hätte ich da jetzt... Oh je, ich habe da jetzt nicht etwa was versäumt, oder? Oh Mann. Ich glaube, ich habe da jetzt was falsch gemacht, oder? Oder, Moment mal. Könnte das hier noch gehen? Wollen wir mal schauen. Also der hier... Ich denke mir, den kann ich ja noch so vorschieben. Ich muss den wahrscheinlich da hindurchschieben, oder? Dann dürft's gehen. Oh, bitte sag, ich habe noch nichts Falsches gemacht. Okay, aber innovative Level-Ideen. Ja, echt schade, dass Sonic nicht kompatibel ist. Hätte echt cool gewesen, hätte ich da jetzt wirklich Eagle Kirby. Das hätte nämlich auch gepasst. Ich frage mich immer noch, ist Eagle Kirby hier überhaupt kompatibel? Und ja, ich glaube, das müsste hier ausgehen. So, genau, hindurch. Es gibt in dem Level im Vergleich zum letzten EX-Level auch zwei Robo-Blöcke. Das heißt, der eine ist sicher wieder am Ende und der andere muss irgendwo... versteckt sein. Gibt es hier auch wieder... Ach so, Moment. Wären wir da unten etwa normal rausgekommen? Aber was wäre denn dann da oben gewesen? Moment mal. Da war doch nicht mehr, oder? Zurückgehen kann ich ja nicht mehr. Okay, jetzt bin ich ein bisschen verunsichert. Bin da jetzt so schnell durchgegangen. Sag bloß, da oben war irgendwas versteckt. Oh Gott, jetzt bin ich verunsichert. Jetzt bin ich verunsichert. Wäre das erste Mal, dass ich in dem Let's Play... ein Level doppelt spielen muss, wie die Autos. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ähnelt, einer hat in den Kommentaren, ich habe es ja im letzten Part schon erwähnt, geschrieben, das ähnelt Cars, dem Film von Disney und Pixar. Aber ich finde, diese Autos hier ähneln mehr Rory, der Rennwagen. Kennt ihr das auch? So eine ganz interessante Kinderserie. Die ersten Folgen waren ziemlich witzig, nur wie bei den meisten Kinderserien wurde es dann mit der Zeit immer schlechter. So, einen Moment mal. So. Konzentration. Ich glaube, ich... Moment. Ich glaube, ich weiß es. So. Wir müssen den hier hinschieben, dann da rein. Und dann den hier runter. Denn dann kann ich den schön nach links schieben und an den ersten Roboblock rankommen. Hab schon verstanden. Gutes Rätsel, muss man sagen. Wirklich gutes Rätsel. Und passt auch... Nein, ich... hatte doch grün. Ich habe grün gehabt. Obwohl, hier sind ja gar keine Ampeln. Aber ich fand das mit den Ampeln sehr gut. Und dass sie auch schön anhalten, so wie sie es im Verkehr richtig gehört. Ja, der erste. Der zweite ist sicher wieder am Ende. Was war denn dann da eigentlich da oben, wo ich jetzt vorher voll die Panik bekommen habe? Naja, leider sind Sonic und wahrscheinlich auch Mega Man und Pac-Man oder auch dieser Ryu, wie er heißt. Auch eine ganz komische Serie. Oder auch... Da gibt es ja jetzt, glaube ich, noch mehr Third Parties. Also Third Parties sind wirklich die Charaktere. Zum Beispiel Mega Man ist ja von Capcom, die ja nicht nur für Nintendo, sondern auch für Dings entwickeln. Sony und Microsoft. Tja,
Und deshalb wird Mega Man wahrscheinlich, obwohl die haben schon früher sehr oft mit Nintendo zusammengearbeitet. Bei Sonic kann ich es verstehen, das waren ja echt die ärgsten Konkurrenten. Okay, der kleine Roboter hier, aber andererseits, die haben sich ja mittlerweile jetzt auch so eine gute Zusammenarbeit. Viele Nintendo-exklusive Sonic-Spiele und so. Oh du meine Güte, oh du meine Güte. Yikes. Den Roboter. Schnell vom Billardtisch runter. Aber das gefällt mir hier, muss man sagen. Eine innovative Idee. Schön auf die Plattformen. Schön auf die Plattformen. Meine Güte, wo kommen die ganzen Billardkugeln nur her? Yay! Nein! Schneller hoch! Uiuiuiuiuiui. Aber andererseits, was gibt's da schon groß? Den Roboter möchte ich trotzdem in Sicherheit bringen. Oder komme ich da oben irgendwie rüber? Oder war das gerade erforderlich? Moment mal. Da unten ist jetzt so ein Roboter. Ich gehe mal in den Hintergrund. Ganz einfach, weil das hier jetzt so eine Art, das Art Secret zu sein scheint. Aber gefällt mir. Naja, aber ist schon ein bisschen kurios, dass sie die... Zum Beispiel in Yoshi's Woolly World, wo die ja viel, sagen wir mal, bessere Funktionen hatten, die Amiibos, als hier bei Kirby. Da sind Sonic, Mega Man und Pac-Man kompatibel gemacht worden und im anderen nicht. Das verstehe ich halt nicht so richtig. Was haben wir da Schönes drinnen? Ah, den seltenen Glücksbringer. Glücksbringer. Okay, jetzt habe ich schon wieder Glücksbringer. Sticker. Ja, bin halt noch Kirby Triple Deluxe gewohnt. So, gib Stoff, kleiner Robo-Kirby. Diesmal gibt es aber kein Erbarmen. War aber eigentlich auch richtig, dass ich den vorher... Obwohl, nö, stimmt nicht. Das war jetzt Blödsinn. Entschuldige. So, der allseits beliebte Chat. Ja, ich habe schon öfters in den Kommentaren gehört, von wegen Chat-Kirby ist doch so lausig. Ich finde ihn eigentlich ganz... Hey, die Fähigkeit möchte ich ja behalten. Aber andererseits, ich habe ja noch Fox und Falco Amiibos. Die sind ja von Nintendo. Und ich verstehe das halt nicht. In Yoshi's Woolly World und Super Mario Maker sind Sonic Amiibo-Muster oder Kostüme drinnen und hier, wo es eigentlich überhaupt nichts, wo eigentlich die Amiibo überhaupt nichts zur Sache spielt, sind sie nicht kompatibel gemacht worden? Das verstehe ich irgendwie nicht ganz. Naja. Angeblich ist ja auch wieder ein neues Sonic-Spiel in Planung. Oh, wechseln wir mal zu Ninja Kirby. Ja, Ninja Kirby. Naja. Falls ihr noch erinnert an meinen Let's Play Games zu Kirby 64, die Ninja-Sterne. Ja, ja. So was Ähnliches gab es da ja in dem Spiel. Okidoki. Ein Sticker. Ich muss mir einfach merken, Paper Mario Sticker Star. Dann merke ich mir das schon mit den Stickern. Aber andererseits muss man sagen, ich mag Ninja Kirbys neues Design nicht. Muss ich ganz ehrlich stimmen. Da fand ich das alte aus der Serie oder auch Kirby Superstar Ultra viel besser. Ja, ja, und das neue, das mag ich nicht wirklich. Ja, ab Kirby's Adventure Wii wurden viele, sagen wir mal, hässliche Designs eingeführt. Zum Beispiel auch das von Bomben-Kirby. Obwohl man sagen muss, dass das von Bomben-Kirby sogar noch eines der hübschesten neuen Designs ist, muss man sagen. Was ist das? Ich denke mir ja Gift-Kirby. So, das brauche ich auch gleich mal. So. Oder, nö, ich glaube, ich nehme lieber Bomben-Kirby. Wo wir gerade von Bomben-Kirby sprechen. Ja, ja. Und ich glaube auch Pac-Man. Was wollte ich sagen? Zum einen mal der Hut von Bomben-Kirby. Sag bloß, wir kriegen jetzt hier einen Miniboss mitten auf dem Billardfeld. Jö, Tatsache. Hier, Dubior! Ein Retro-Boss aus Kirby's Adventure Wii. Den mochte ich auch sehr, muss ich sagen. Oh ja, wieder mal 2.0. Das scheinen so wie die EX-Versionen in Kirby's Triple Deluxe zu sein. Nicht Kirby's Triple Deluxe, Kirby Triple Deluxe. Oh ja. Oh, man muss aufpassen. Kirby ist oder einfach nur Kirby? Das ist ein Unterschied. Mein Gott, Pumpe ist hier für den überhaupt nicht geeignet. So. Was wollte ich noch sagen? Ja, Pac-Man zum Beispiel. Pac-Man wird wahrscheinlich auch nicht kompatibel sein. Wo man sagen muss, Pac-Man war eigentlich ziemlich neutral. Die haben meistens die Spiele für alle Konsolen rausgebracht. Na gut, bei Sonic, ja, Sonic war ja, ist ja für viele Spiele Nintendo exklusiv, bei einigen aber nicht. Naja. Das halt, wirft halt Fragen auf, warum in den anderen Spielen so, oder auch in Smash Bros, dass Sonic überhaupt in Smash Bros dabei ist, dass Nintendo das erlaubt hat, hätte ich nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich stehen. Okay, oh mein Gott, Dubio in dreidimensionalem Effekt, innovativ, aber sehr schlecht. Oh Gott, ich kann mit Pumpen überhaupt nicht umgehen. Was haben wir denn? Schauen wir mal, was Amiibo. Schauen wir mal, ich habe hier vielleicht UFO-Kirby durch die Kirby-Amiibo. Ich wollte in dem Let's Play ein paar Amiibos verwenden. So, einsaugen, wie immer dann gegen Richtung Bildschirm saugt. So genial. Ja, jetzt sind wir gleichgesinnt. Also hier zum Beispiel so mit, Yikes. Okidoki. Moment, was wollte ich sagen? Ich bin jetzt gerade ein bisschen abgelenkt worden. Dubior. Ja, Dubior.
Eigentlich einer der hinteren Bosse aus Kirby's Adventure Wii. Moment, ich bin jetzt ganz aufgeregt worden. Ah ja, stimmt, Maxi-Tomate. Stimmt. Ja, war gerade ein bisschen durch ein Hintergrundgeräusch abgelenkt. So, und jetzt du, mein Freund. Ich weiß ja, dass du Elektro gibst. Ich gebe jetzt mein UFO eigentlich nur ungern auf, aber... Ja, ob ich die Fähigkeit jetzt am Ende brauche, das weiß man halt nie, muss man sagen. Aber ich glaube eigentlich... ich denke mir, ja, da brauche ich jetzt nicht wirklich Elektro, oder? Wo ist das? Da hinten ist die Truhe. Ich habe jetzt schon Angst gehabt, dass ich einen Roboblock verpasst habe. Ja, ja. Vermute mal, diese Roboblöcke hier in den EX-Leveln sind immer genau die gleiche Anzahl wie die Welt. Also in dem Fall sind es zwei. Ja, das, ihr merkt, Elektro-Kirby kann sich auch so ein Schutzschild aufladen. Das habe ich in Kirby's Adventure Wii und Kirby Triple Deluxe eigentlich gar nicht so verwendet. Was ich nebenbei merkt, auch ein großer Kritikpunkt an allen drei, also Kirby's Adventure Wii, Kirby Triple Deluxe und auch an dem hier, ein Kritikpunkt, den ich an allen drei schon ziemlich stark kritisiert habe, muss man sagen, ist, dass Kirby seine Farbe nicht wechselt. Zum Beispiel in Kirby Superstar Ultra oder auch Kirby Nightmare in Dreamland wurde Kirby grün, wenn er Elektro wurde. Und das hat man irgendwie ab Kirby's Adventure Wii, vor allem wegen dem Multispieler-Modus, komischerweise gegeben, das Turn. Das sieht irgendwie aus bei... Wo gab's denn so ein Turn? Pop? Ja, Pop-Popstar. Dieses Turn da... Wo gab's ein Turn? Bei Paper Mario gab's so ein ähnliches Item. HAL? Ja, HAL Laboratories, heißt die Firma, die Kirby herstellt. Manga Kirby? Ich glaube, es gab eine Manga-Serie zu Kirby's Dream Land 3, so komisch das auch klingt. Yeah, Sir Keipel haben wir doppelt und... die Ziffer 6. Aber ich habe ja... Moment. Ich habe doch einen seltenen gefunden, oder? Oder? Weiß ich gerade gar nicht. Oder habe ich da jetzt einfach nicht richtig aufgepasst? Okay, gut. Dann rauschen wir ab nach Welt 3. Die, wie hieß sie denn jetzt schon wieder? Oh Mann, in dem Fall bin ich ein bisschen abwesend. Merkt man schon. Aber ist jetzt nicht so wirklich schlimm. Gut. Bildschöne Brandung. Eine Wasserwelt im Elektro-Style? Naja, oder auch das Feuer-Kirby rot wurde. Oder Eis-Kirby halt blau. Das war auch in der Serie ziemlich gut. Oh, Knuckle Joe! Ja, einige Fähigkeiten wie Kämpfer-Kirby waren schon immer, da war er schon immer einfach nur pink. Hey, die Schildkröten da aus Kirby's Adventure Wii. Oh Mann, die Wasserwelt aus Kirby's Adventure Wii mochte ich sehr. Jetzt hier so alles auf Abfluss, Kanalisation. Interessante Idee, muss man sagen. Hey, genau das hier, was ich da gerade gemacht habe, das war, glaube ich, in meinem Trailer zu sehen. Bim, bim, bim. Ja, Vulkanschlag oder so. Nein, wie war das? Das, Moment, probieren wir das nochmal aus. So, ja, nein, das war Atomtritt. Knuckle Joe, der Kämpfer, den wir da gerade eingesaugt haben, um die Kämpferfähigkeit zu kriegen, der hatte in der Kirby TV-Serie einen sehr guten Auftritt, muss man sagen. Da war er nämlich der Sohn von einem von Meta Knights Verstorbenen, ja wirklich, der ist gestorben, die Sternenkrieger, zu denen ja Kirby und Meta Knight gehören, die sind ja bis auf Kirby, Meta Knight und wie ist der... Sir Gallant war ein anderer, das war kein Sternkrieger aus der Serie. Sergeant Cosmos, genau, da gab's noch, obwohl einen Sir gab's auch noch, der Sir Arthur, der hat auch noch überlebt. Ja, ja. Okidoki, im Hintergrund gerade ganz tolle Rasenmähergeräusche. Ich versuche das mit allen möglichen Mitteln und lauter Stimme zu übertönen. Das nervt ziemlich. Moment, ich glaube, ich nehme jetzt am besten Schwert. Ja, Schwert ist auch eine der wenigen Fähigkeiten, die man unter Wasser einsetzen kann. Ist also nicht so wie in Kirby 64, dass man die Fähigkeiten auch unter Wasser verwenden kann. Leider. So, wen haben wir hier Schönes? Es ist... Oh, der gute alte Blocky. Ja, Blocky, ein Boss aus Kirby's Dream Land 2 und 3. Und auch in der Kirby TV-Serie hatte er einen Auftritt, wo er dann mehr so auf einen Sumo-Kämpfer basiert hatte. Ja. Und oh, der ist diesmal auch ziemlich robomäßig zusammengeschustert worden. Und bam. Ja. Schwert Kirby, muss man sagen, ist... Oh je, und der hat auch sein gleiches Moveset wie in Kirby Triple Deluxe. Ja, leider Gottes. Aber irgendwie mag ich sein Moveset aus dem Spiel, muss man sagen. So. Und jetzt ja den richtigen aufsagen. So. Der gute alte Stein-Kirby. Gibt es eigentlich eine Amiibo-Figur, die Stein-Kirby gibt? Bestimmt, aber ich weiß nicht welche. Überlegen wir mal. Ich schaue gerade zu meiner Vitrine rüber. Vielleicht Ganondorf? Aber das kann ja auch nicht sein. Bowser Jr.? Ich bin mir gerade. Gibt's das überhaupt? Hey, Kirby Waddle Dee und. Nicht Kirby, Meta Knight Waddle Dee und Dee. Da, seht ihr das? Ah, witzig, okay. Ich zisch mal diese Rampe herunter, weil die irgendwie wie ein Secret für mich ausschaut. Okay, was haben wir da Schönes drinnen? Oh, da haben wir ja den... ersten. Hervorragend! Ich find's aber schon immer so toll, wie Stein-Kirby da runtersaust. Theoretisch kann man Stein-Kirby auch unter Wasser einsetzen, aber... nicht so prickelnd, kann man sagen. Sehr verdächtig, dass hier irgendwas ist. Sehr, sehr verdächtig. Tatsache, da ist was allerdings. Das wäre ein gutes Versteck für den seltenen Glücksbringer. Ich sag immer Glücksbringer, den seltenen Sticker.
Der, das wäre ein gutes Versteck für den seltenen Sticker gewesen. Und ja, Knuckle Joe hatte da halt eine, da hat er halt gedacht zuerst, der Sternenkrieger, mit dem er zuerst befreundet war, wäre der Mörder von seinem Vater, also Knuckle Joe. Ja, und dabei stimmt das gar nicht. In Wahrheit war es, na gut, Meta Knight hat ihn schon umgebracht. Also zuerst hat er gedacht, er müsste Kirby erledigen, aber dabei war es nur, oh, ah, verstehe schon, die guten alten Kanonen. So, nicht da, da. Obwohl, das stimmt gar nicht. Ich musste so auf der, zur anderen Seite hin. Also hier, genau. Und oh, ich habe eh schon Feuer. So. Ja, in Kirby Superstar Ultra gab es einige. Und auch in Kirby Triple Deluxe gab es einige von diesen. Und auch, ich glaube, in Kirby's Adventure wie auch gab es da ein paar Abschnitte, wo man sich so mit den Kanonen umhergeschossen hat. Also, das war ganz amüsant. Und das war alles. Days kommt aber nicht sein. Okidoki, was haben wir denn da hinten Schönes? Da ist wieder einer von denen. Naja, und zuerst hat er halt gedacht, er müsste Kirby erledigen, aber als er dann rausgefunden hat, dass es Meta Knight in Wahrheit war, hat er halt Meta Knight angegriffen. Moment mal. Ich muss höchstwahrscheinlich die Kanone hier rüberschleppen, oder? Genau dann hier anzünden und dann, die Schnur bildet sich ja glaube ich auch immer wieder. Oder wurde das in dem Spiel geändert? Das wäre eine interessante Neuerung, muss man sagen. Und diese Wände hier, oh, ich habe gerade auf den unteren Bildschirm geschaut und deshalb, ja, gut, gut, gut. Ich habe zuerst gedacht, die lösen sich gar nicht auf, die Wände hier, so. Diese riesigen Oktotintenfische hier, was sollen denn das für Gegner sein, wenn ich fragen darf? Was ist das denn? Okay, diese Bombenpflanzen wieder, naja, und zuerst war Knuckle Joe halt wie hier in den Spielen böse, aber dann hat er sich dann doch dazu entschieden, Kirby zu helfen, dann haben sie auch gegen Mesha, das Riesenmonster, gekämpft. Wie komme ich jetzt nach hinten, wenn ich fragen darf? Ich vermute mal hier. Nein. Hm, hier sieht's gut aus. Hier sieht's gut aus. Ich vermute mal da. Ah ja, denke ich mir. Hier muss irgendwo eine Station sein, wo wir hinaus können. So. Ah ja, und hier können wir in den Hintergrund. Ist nebenbei erwähnt, habe ich das schon mal erwähnt, dass das Spiel ein 2,5D-Abenteuer ist. Also ein Spiel, das zwar dreidimensional aussieht und geht ja auch mit dem 3D-Effekt des 3DS, den ich irgendwie voll sinnlos finde. Das wurde damals so mega angepriesen, 3D-Effekt ohne Brille, und ich habe den so gut wie nie verwendet, den 3D-Effekt, weil man von dem so schwindelig geworden ist. Aber mir muss ganz ehrlich sagen, dieses 3D-Kino, das mag ich auch nicht wirklich. Ja. Aber es ist halt alles in 2D. Das war schon so, Kirby 64 war schon so ein ähnliches Spiel, das so 2,5D war. Ich finde das eigentlich hier mit diesen riesen Pranken, die er hier hat, so richtig genial. Der gute alte Kirby, er ist wieder da. Kirby, 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 er ist heute der Star. Ja. Und Knuckle Joe, muss man sagen, ist cool. Den würde ich mir eigentlich sogar für Smash Bros. Als Kämpfer wünschen. Obwohl ich Smash Bros. An sich gar nicht mag, würde ich mir Knuckle Joe echt als Smash Bros. Kämpfer wünschen. Oder auch seine Freundin Silica. Oder Sirica, wie man sie auch immer ausspricht. Die hat auch zuerst geglaubt, dass Meta Knight der Mörder von ihrer Mutter war, dabei war das ein anderes Monster. Naja, und Meta Knight hat ihn halt nur umgebracht, den Vater von Knuckle Joe, weil das halt eine Skizze von Meta Knight. Mein Gott, sieht die dämlich aus. Und Meta Knight, ja, der hat das halt DX. Sonic Adventure DX gibt's aber. Kirby DX. Kanji-Quelle. Kanji, auch eine interessante Tatsache. Das wurde in den deutschen Folgen immer von Kawasakis, das stammt immer auf Kawasakis Restaurant aus in der Serie obendrauf. Das wurde aber in allen internationalen Versionen rausretuschiert und stammt nur in der. Hey, da oben haben wir ja dieses Bike! Ich vermute mal, ich weiß schon, wie wir das. Was war jetzt los? Habe ich da so sehen? Ich glaube, ich habe so jetzt gedrückt. Ja. Dieses Bike, was wir da oben haben, das habe ich auch schon in sämtlichen Trailern gesehen. Ja, ja. Aber das schauen wir uns im nächsten Part an. Naja, und Meta Knight musste den dann halt nur umbringen, weil er von NME hypnotisiert war. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.